Willkommen zu einer neuen Folge von Heyday und ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Ja, meine Scheune ist voll. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ja, sie ist voll. Okay, hatte ich noch nie, aber ja, läuft bei mir. Und deswegen muss ich, ja, meine Scheune upgraden auf 6700. Und jetzt fehlt nur noch, wow, really, 4 Bolzen. Okay, die werde ich noch zusammenbekommen und dann kann ich einfach nochmal upgraden. Wir haben, wow, das ist cool, 500 Platz. Moment. Ja, ey, hallo? Hä? Spiel? Heyday? Was war das? Auf jeden Fall haben wir jetzt genau 500 Platz. Ja, okay, doch nicht. Es wurde noch mitgezählt. Okay, So, in meinem Silo habe ich jetzt mittlerweile 5500 Bananen. Und ich werde jetzt noch die restlichen ernten. Ich habe schon so gut wie alles an hier Früchten so und Pflanzen weggepackt. Hier habe ich mir ein bisschen was auf Seite gelegt. Das werde ich jetzt immer wieder anpflanzen. Und ja, je nach Bedarf werde ich das halt verwenden. Ich habe halt für alles so ein paar Felder gemacht. Und ja, jetzt werden wir noch den Rest hier ernten. Also das hier wären noch 300 Bananen und dann muss ich noch für ungefähr 250 Bananen Platz schaffen. Und ich habe ziemlich viele Bananen vergessen zu ernten im letzten Video. Das ist mir aufgefallen. Wobei hier die ganzen, die sind einfach alle noch hier, da überall, die sind alle noch am Wachsen. Ja, da war ich ein bisschen zu eilig. Und habe nicht mehr nachgeguckt. Aber das hier sollte jetzt eigentlich klappen. Und dann werde ich die heute oder morgen? Also ich will die eigentlich heute noch beleben. Nur, ich weiß noch nicht so recht. Soll ich die jetzt beleben oder gleich oder morgen früh? Und ja, mein Silo ist voll. Wow. Es sind noch die bisschen. Sonst kann ich alle beleben und dann, ja. 5800 Bananen. Ich guck mal kurz in meinem Textdokument nach, wie viel es werden sollten. 2, 3, 4500. Ja, bisschen übertrieben, aber ist in Ordnung. Ich habe auch noch fleißig Bärensmovies gekauft und Decken. Ich habe Tom für 5 Tage. Das heißt, ja, noch 4 Tage, also bis Donnerstag. Das passt mir eigentlich sehr gut, weil bis Mittwoch halt das Event ist und jetzt auch, wenn das Update rauskommt morgen, dann kann ich mir halt die Sonnenblumen holen. Ich kann mir diese Pfingstrosen holen und kann dann halt ein bisschen schneller anpflanzen, was natürlich auch ein Vorteil dann ist. Und ja, ich werde auch schnell die Maschine bauen. Vielleicht kommt morgen ein Livestream, ein kleiner, so eine Stunde, so Update-Erkundung. Mal schauen, was sich da machen lässt. Ich bin halt arbeiten und ja, manchmal habe ich auch keine Zeit dafür. Ansonsten warte ich halt oder baue die Maschine und warte halt, bis die fertig ist. Und dann erkunde ich erst das Update. Mal schauen. So, die Typen kommen ja alle rein, meine Lieben. Ah, die Uschi. Hi Uschi, was geht ey? Hier, hast du Futter. Yay, sie freut sich. Und was sagt hier mein Puzzlebuch? Da finde immer 3. Und dann noch immer 16. Und dann noch immer, wie viel auch immer. Ja, Uschi ist ganz alleine. Andere haben schon 2 Leute, 2 Tiere und ich habe erst 1. Ja gut, ich hatte halt nicht so das Glück damit. Passiert auch mal. Könnt ihr mal reinschreiben, wie viele Tiere ihr schon habt oder ob ihr auch schon Level 35 seid, das schon erweitert habt. Und ob ihr euch auf morgen freut. Jetzt alle Leute hier schön einladen, der wollte auch zur Uschi gehen. Ach, sehr schön. Und ich hoffe, die wollen alle vernünftige Sachen. Ja. Bis jetzt sind alle korrekt. Noch. Ja. Das gefällt mir. Also, ja. Das ist klar. Pizza. Gib dir keine Pizza. Du bist ja allergisch gegen Pizza, oder? Ja, genau. Gegen Käse, stimmt. Kusch, weg damit. Ah, du warst allergisch gegen Hummer. Ja, tut mir leid. Das kann ich natürlich nicht machen. Ist ja meine Verantwortung.
Ich habe auch ganz viele Sägen gesammelt, also nicht gesammelt, sondern getauscht mit Land. Die mögen keine Zitronen. Und ja, 500 oder 600 Sägen habe ich jetzt. Das wird auf jeden Fall ausreichen für, wie heißt es? Für das Event, ja. Irgendwo eine Kiste? Nein. Habe ich denn alle bedient? Ne, da ist einer. Opa Heinz möchte noch gern hier rein. Bitte schön. Kurz gucken, ob hier eine Kiste ist. Ja, sehr schön. Und dann gehen wir nochmal zurück auf die Farm. Und es lädt. Oh, das ging ja flott. Oh, ein Klebeband. Wow, und ein Ei. Also, wer freut sich nicht über ein Ei? Also, ja. Silo voll? Ja. Im Silo fehlen mir leider nur noch Schrauben zum Upgraden, aber ja, die sind schwer zu bekommen. Naja, macht nichts. Hauptsache, ich habe Schollenplatz, das ist sehr gut. Mal hier nachgucken. Ach so, ja. Die Tiere wollte ich eben abernten. Aber meine Scheune war ja irgendwie voll. Und das ist sehr komisch, dass meine Scheune mal voll ist. Die Natascha, die nimmt mir nachher noch 100 Zwiebeln ab. Bisschen Salat, denke ich auch. Ansonsten habe ich alles auf zweite und dritte Accounts verschoben. Und ja, das hier werde ich alles noch verkaufen. Und ich hoffe, die wollen Bären-Smoothies und Decken. Vielleicht auch Nudelsalate, das wäre auch cool. Aber ich glaube, die nehmen die Besucher nicht. Also ich hatte noch keinen, der die wollte. Guck hier. Wow. 260.000. Sehr cool. Das ist super. Kurz an Derby gucken. Wir sind noch Platz 1. Ja, noch. Ich glaube, ich mache noch eine, oder? LKW? Sieht das hier gut aus? Nö. Was mache ich denn sonst? Also die können wir alle weg. Die macht keiner mehr. Genau wie hier die. Die lasse ich mal. Ich hoffe, Schieb. Warte, ich frage mal, ob Schieb da ist. Schiepo. Weil dann kann die halt beleben. Hat sonst wer beleben? Nein. Okay. Kakaobohnen. Habe ich eine? Hey. Ja, wie sieht's denn sonst so aus? Fami hat 6 von 9. Ach, die macht das noch heute Nacht. Ja, Shibird macht jetzt auch ihre letzte. Auch super. Sanan macht seine letzte Aufgabe, sogar 10. Genau wie Mike. Finde ich super. Ein Brett. Ich habe sogar bekommen. Wow. Und nochmal Bärendinger. Sehr schön. Also ich kaufe die noch die Tage ein, solange die noch drin sind. Golden Sunshine. 137. Okay. Keine Ahnung. Ah, da war ich schon. Ja, 32 Baumwolle. Natürlich nicht. Ist doch verrückt. So, hier ein bisschen auffüllen. Da wir ja bald Nacht haben, machen wir mal noch Käse dazwischen. Genau wie mit der Zuckermühle. Habe ich da Sirup gemacht? Nee, Mist. Hätte ich machen sollen. Hier brauchen wir ein paar Himbeeren und ein paar Brombeeren. Nicht Bra-Brombeeren. Aber mein Silo ist voll. 5800 Bananen ist schon cool. Ich würde sagen, das war's heute mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr könnt ja gerne mal ein Like da lassen oder einen Kommentar, wie ihr Bock habt. Und ja, haut rein. Ciao, ciao.